Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch mal zeigen, wie ich mir einen Flaschenöffner drechsel. Wir haben hier dieses Halbzeug, das ist der Kopf von unserem Flaschenöffner. Den kann man fertig kaufen. Turn around. Wow, 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 wow. Ich weiß noch nicht genau, welches Holz ich holen möchte. Essig bauen könnte ganz cool sein. Vor ein paar Wochen habe ich hier dieses Regal gebaut und da habe ich hier oben einfach jetzt so ein bisschen Spezialholz hingepackt, was man zum Drechseln benutzen kann. Das hier ist Essigbaum aus unserem Vorgarten sogar noch, aber das ist leider zu klein. Deswegen werde ich wohl anderes Holz nehmen müssen. Vieles von den ganzen Stücken Holz, die hier liegen, da könnte ich euch echt eine Story erzählen. Diese Pflaume habe ich nämlich bestimmt vor 8 Jahren oder so selbst mit der Motorsäge zugeschnitten. Da habe ich noch nicht einmal die Eltern gefragt oder den Vater, ob ich das mit der Elektrosäge machen darf. Traumhaft, ich liebe es. Mich würde es mal interessieren, wie ihr eure Holzer aussucht. Seid ihr eher so der Typ, ihr benutzt einfach das, was ihr gerade da habt oder, keine Ahnung, geht ihr da öfters mal in eine innere Intervention? Ich suche jetzt hinter der Kamera mal noch ein schönes Stück Holz aus und bin gleich wieder da. Ich glaube, ich habe mich jetzt für dieses Stück Rotbuche entschieden. Das habe ich auch noch meinem Vater vor ein paar Jahren zugeschnitten. Das ist schön trocken. Spinnen fallen schon wieder an mir runter. Und da schneiden wir jetzt erstmal eine Bandsäge auf. Seitdem ich wirklich denken kann, drechsel ich. Und seitdem ich wirklich denken kann und ich drechseln kann, hatte ich noch nie einen aufgeräumten Drechselplatz. Ich will das auf jeden Fall in Zukunft ändern. Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare, wie du einen aufgeräumten Drechselplatz hast. Und damit meine ich nicht regelmäßig aufzuräumen, sondern ein System dahinter. Ich möchte dieses Teil als erstes mal rund bekommen. Dafür brauchen wir unseren Vierzack-Mitnehmer. Ui. Und dann hier unsere mitlaufende Körnerspitze. Das machen wir einfach frei Auge, weil ich wirklich genügend Material habe. Deswegen können wir uns das heute mal erlauben. Ihr müsst ja echt schauen, weil das ein selbst zugeschnittenes Stück Holz ist, dass ihr mit der Drehzahl am Anfang aufpasst, damit es nicht platzen tut, denn da können halt Haare so drin sein und das ist echt gefährlich. Okay, das ist wirklich viel zu langsam. Ich habe mir jetzt da schon eine ziemlich gute Idee überlegt, wie ich später unser Spezial finish. Das werdet ihr dann sehen, das ist ziemlich geil. Und wie ich es dann noch gut spannen kann. Und ich werde es in dieser Richtung später einlassen. Also werde ich die Form jetzt an diese Maße hier anarbeiten. So, ihr seht, wir haben jetzt hier unseren Griff, der ist relativ klein, aber ich denke, die Form, die ist relativ cool. Und es geht eigentlich so ein bisschen um die Herstellungsweise, die will ich euch jetzt noch ein bisschen näher bringen. Wir haben jetzt hier unsere Form, die werden wir jetzt gleich schon relativ fein schleifen, aber das ist nicht der letzte Schleifgang. So, da haben wir hier vorne unser Kopfstück, da wird später hier dieses Teil ja drankommen.
Das ist nicht rund, das ist extrem oval und ungleichmäßig. Das habe ich nicht am Anfang gesehen. Deswegen wird hier oben das Stück ein bisschen breiter sein. Jetzt wollen wir das Ding ja später mit unserer CA-Finish, mit unserem CA-Finish behandeln. Da muss das Teil hier später auch behandelt werden. Das geht nicht so mal mit der Hand, das muss man wirklich an laufender Maschine machen. Und wir müssen noch ein zentrisches Loch bohren. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Und behaltet euch dieses Stück hier mal im Auge, das ist nämlich ganz wichtig. Aber jetzt schleifen wir es erstmal fein. So, das finde ich hier ist jetzt schon relativ gut. Das ist bis Körnung 600 geschliffen. Wir haben auch wirklich gar keine Fehler am Holz. Das kann man jetzt schon schön behandeln. Werden wir aber nicht machen. Wir spannen das jetzt aus. Denn als nächstes werden wir hier dieses Stück kappen. Man kann das natürlich an der Drechselbank kappen, aber das schneidet schon lieber eine Bandsäge ab. Jetzt komme ich der Trick an der ganzen Sache. Und bevor wir das machen können, müssen wir erstmal den Vierzack mit dem rausklopfen. Und das Bohrfutter müssen wir reinstopfen. Und die Aufnahme von diesem Flaschenöffner ist ein 8er Bohrer. Den spanne ich mir jetzt hier in mein Spannfutter ein. Jetzt müssen wir noch den Mitnehmer hier rausschlagen. Den brauchen wir nämlich nicht. Und jetzt seht ihr auch, warum wir hier dieses spitze Teil stehen gelassen haben. Ich muss da aber nur noch ein paar Fehler wegmachen. Denn jetzt können wir nämlich gleich das Loch genau mittig, zentrisch hier reinbohren. Und dann haben wir hier eine Führung. Wir werden das Loch auch ein bisschen tiefer machen, als was eigentlich brauchen. So, wie tief müssen wir dann? Ei, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen extra einräumen. Jetzt drehen wir die Geschwindigkeit relativ weit runter, starten die Maschine und bohren unser Loch. So, und das Loch, ihr seht ja, das ist schön zentrisch gebohrt. Ich werde jetzt hier am Kantenschleifer die Stirnseite schleifen, damit wir das Holz verbrennen, aber das könnte ganz cool aussehen, denn das ist so eine Stelle, wo wir nicht richtig hinkommen, ist aber auch okay, aber wenn das verbrannt ist, könnte das ganz cool aussehen. Okay, das hat ultra kacke ausgesehen, deswegen schleife ich es jetzt von Hand. Mach das nicht. Jetzt kommt aber der eigentliche Clou, beziehungsweise die Idee, die ich mir dabei gemacht habe, wie man das auch cool fertig drechseln könnte. Denn oft ist es ja nicht das Problem, dass du drechseln, sondern das fertig zu bekommen, ohne irgendwie von Hand hinten das Schleifpapier dran zu hauen. Vor allem bei diesem Finish, was wir jetzt anwenden werden, das muss man wirklich komplett an laufender Maschine machen, sonst sieht das halt blöd aus. Mit dem Bohrer hier haben wir das jetzt gebohrt und ich versuche das hier jetzt auch mal als Aufnahme zu nutzen. Und dieses Stück hier muss ich jetzt erstmal wegdrechseln. So, jetzt kann ich nämlich ganz entspannt das Teil fertig schleifen. So, und wir haben das jetzt wirklich perfekt fertig geschliffen. Das war erstmal die erste Challenge. Jetzt habe ich mir hier ein bisschen blaues Papier und Folie um meinen Finger gepackt und das habe ich noch festgeklebt, damit ich es nicht verliere. Denn damit werde ich. So, das ist der falsche Finger, oder? Denn damit werde ich jetzt den CA-Kleber, das ist normaler Sekundenkleber, den werde ich jetzt damit auftragen.
Boah, das brennt schon wieder so. So. Die erste Schicht ist drauf. Boah, die ist ganz schön schlecht. Die schleifen wir nochmal runter. Boah, das ist auch schon wieder richtig scheiße gehen. Oh, ist das schlecht. Auf ein neues mal wieder. Ich habe jetzt hier Micro Mesh. Ups, sorry. Damit schleift ihr bis zur Körnung 12.000. Das benutzt man normalerweise beim Füllerbau, aber ich benutze es auch immer, oder ich probiere es immer ganz gern auch bei solchen Objekten mal aus. Hier muss ich jetzt relativ viel schleifen, weil ich hier viele Schlieren drin habe. Wir werden mal schauen, wie lange das hier dauern wird. Und so schaut das schon nach ein paar Schleifdurchgängen aus. Es ist nicht perfekt, aber das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Ich habe jetzt schon mal die ersten 5 Körnungen geschliffen. Die Oberfläche ist auch echt toll, nur bei solchen hohen Spots hier müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, denn da könnt ihr schnell durch dann dieses CA-Finish durchschleifen. Da musste ich jetzt auch eben noch ein bisschen nachgeben. Und jetzt werde ich einfach fertig schleifen und bin mal gespannt, wie glänzend wir die Oberfläche hinbekommen. So, und das hier ist jetzt die letzte Körnung. So, jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das Teil da reinbekomme. Ich denke, ich werde den Griff dafür einfach hier auf Leder stellen. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Und so schaut unser Flaschenöffner jetzt aus. Wie gesagt, ihr seht, das Finish ist schön glänzend. Bei solchen Oberflächen ist es halt schwierig. Normalerweise benutzt man das hier bei Stiften. Da habt ihr halt eine gleichmäßige Oberfläche und hier habt ihr halt diesen hohen Spot. Und hier müsste sogar noch ein bisschen Wasser drunter sein, beziehungsweise das Holz ist ein bisschen feucht. Da bin ich mal gespannt, wie das Finish das Ganze vertragen wird. Und ansonsten soll es auch schon das für das Video heute gewesen sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Das war ein relativ kurzes Video, aber das hier wollte ich schon echt lange machen. Und mit dem CA-Finish, das ist mal wieder ein interessanter Test gewesen. Aber ich merke auch immer wieder, wenn ich solche künstlichen Finishes benutze, dass ich eigentlich eher der Fan von Canauba-Wachs oder meinem eigenen Finish oder Bienenwachs generell bin. Denn das hier ist eine Geschmackssache. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob du vor allen Dingen natürliche Finishes lieber mögst, wie zum Beispiel mein eigenes Finish. Oder du eher so der Lacktyp bist und alles lackierst und irgendwie mit irgendeinem Zeug komplett versiegelst. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir Prost und noch einen schönen Tag. Ciao.